Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Online-Liga. Heute in diesem Setup, was ich normalerweise nur für die Livestreams nutze, aber dann kann man die Jugendspieler besser erkennen. Vor einigen Tagen haben mich viele Nachrichten erreicht. Man steigt jetzt automatisch als Tabellenerster auf Direktaufstieg für den Meister. Dazu muss ich sagen, Online-Liga, das ist absolut normal bei einem Fußballspiel. Aber cool, wir haben es jetzt drinnen und wir haben lange darauf gewartet. Hat mich sehr gefreut, dass das Ganze jetzt implementiert wurde. Ein Nachteil hat das Ganze für mich schon, wobei ich das noch nicht fertig durchdacht habe. Gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ich glaube, dass wir jetzt eine Quali-Runde weniger haben. Mindestens. Dass ich also auf die Kreditanpassung ja besonders Rücksicht nehmen muss. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Quali-Runden wir haben. Und normalerweise war es ja immer so, dass ich die Spieler quasi so lange verkaufen konnte, dass ich so lange mich um die Rettung meiner finanziellen Situation kümmern konnte, wie die Quali-Runden waren. Und sobald dann die Aufstiege feststanden, kam der neue Kreditrahmen rein und bis dahin musste ich sozusagen ja den Karren aus dem Dreck gezogen haben und das crasht bei mir ja immer ordentlich runter, weil ich häufiger mal einen 5 Millionen Euro Verkauf drin habe, der dann rausfliegt und dann haut es mir natürlich den Kreditrahmen kaputt, deswegen muss ich immer darauf Rücksicht nehmen. Ein Glück sieht es finanziell gar nicht so schlecht bei mir aus, denn Folgendes ist passiert, ich habe es tatsächlich geschafft, ich habe den Vorsprung ja leider nur kaputt verwaltet, aber ich bin tatsächlich Meister geworden. Nach 17 Spieltagen 10 Punkte Vorsprung, nach 34 Spieltagen 3 Punkte Vorsprung. Also hat er gut gemacht hier, der Tabellenzweite. Grüße gehen auf jeden Fall raus. VfB Exilien mit 83 Punkten. Wirklich eine starke Saison gespielt. Schade für ihn, dass es nicht direkt hochgeht. Ich habe das ja auch schon erlebt, mit 83 Punkten Zweiter geworden. Passiert nur ganz selten, aber es ist tatsächlich passiert. Wir haben sehr viele von euch gestern gratuliert. Also vielen Dank für die ganzen Fünftliga-Glückwünsche. Hoffentlich passiert das nicht nochmal. Also Basti, vielen Dank. DJ, vielen Dank. Mike, vielen Dank. Kamil aus meiner Liga, vielen Dank. Hackebreit, vielen Dank. Und ich glaube, das waren noch nicht alle. Boba Fett, auch vielen Dank. Das war zwar nicht der Kommentar, aber er hat mir auch zum Aufstieg gratuliert. Und natürlich der Eska Christi. Da gehen auf jeden Fall auch Grüße raus an meinen YouTube-Kollegen. Er war sogar der Erste hier, der mir zum Aufstieg gratuliert hat. Das war es also soweit davon. Ich hatte den Meistersponsor und ich finde, da war ich wirklich gut unterwegs, weil ich hatte letzte Saison nicht den Meistersponsor, sondern den Siegsponsor, wo ich ja trotz großer Ankündigung es nicht geschafft habe, aufzusteigen. Und dann habe ich, obwohl ich es nicht geschafft habe, mich trotzdem dann für den Meistersponsor in der Folgesaison entschieden. Und es hat funktioniert, also heute hier ordentlich im Plus durch die Meisterprämie, die reinkam. Die kommt ja auch immer schneller, ist praktisch daran und das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Mit 20% Bonus ist das dann schon einiges hier in der fünften Liga. 1 Million Euro habe ich also heute dadurch bekommen. Das soll heute gar nicht das Thema sein. Wir schauen uns meine nicht 3, nicht 4, sondern 5 Jugendspieler an. Also da haben wir einiges an Arbeit und die schauen wir uns jetzt mal an. Also viel Spaß mit meinen Jugendspielern. So, das ist also mein NLZ. Wir sehen, da ist ja noch alles ganz. Das Gebäude konnte ich tatsächlich auch in der fünften Liga über 2 Saisons durchbringen und ich habe die 5 Millionen Euro drin gelassen. Mir wurde davon abgeraten, ich sage aber, die letzten paar Prozent Effizienz möchte ich rausquetschen. Wir wissen zwar nicht, wie genau der Plan für den Sommer aussieht, ich möchte mir ja die Preise anschauen und womöglich etwas aus dem Gebäude nehmen, aber auch dann versuche ich weiterhin die letzten paar Prozent, die halt möglich sind, rauszuquetschen. 80,9% Effizienz waren tatsächlich damit drin. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche Spieler ich bekommen habe. Der Reihe nach aufsteigender Qualität schauen wir uns die jetzt an. Also wir schauen uns den 5.
schlechtesten Spiele an. Ich bin ohnehin glücklich, dass ich überhaupt 5 Spieler bekommen habe. Bislang immer nur 3 bekommen, dann gleich 5. Also ich bin sehr glücklich über diesen Spieler schon. Ganz egal, wie gut er ist, bin ich glücklich über diesen Spieler, dass ich ihn habe. Und das ist eine solide Nummer 3, 22 Jahre alt, 28% Gesamt, 30er Talent. Da kann man sich nicht beschweren. Solide Nummer 3. Ich habe ohnehin nicht mit diesem geplant. Auch mit ihm habe ich eigentlich noch nicht geplant. Der Nummer 4, dem viertbesten Spieler, beziehungsweise zweitschlechtesten Spieler. Auch mit ihm habe ich nicht geplant. Und das ist schon ein Mann fürs Stammteam. Das heißt, wir haben 4 Spieler, die mindestens mal so gut sind wie er, inklusive ihm natürlich gerechnet. Das wird sehr interessant, sich diese Jugendspieler jetzt hier anzuschauen. Wir haben hier einen Außenverteidiger. Wir haben uns einen Außenverteidiger gewünscht. Wichtiger wäre zwar ein OM und ein Innenverteidiger, aber auch einen Außenverteidiger brauchen wir ja. Eine Position, die wir am schlechtesten mitunter besetzt haben. 36% Gesamt, 20 Jahre, altert in Woche 28 und 43er Starttalent. Wunderbarer Spieler, ungefähr auf der Qualität von meinem Back, was das Talent angeht. Und den kann man natürlich super ausbilden. Ich sehe den erst in 2-3 Saisons in meinem Stammteam. Stark aber auch davon abhängig, welchen Plan wir letztendlich umsetzen. Also ein sehr guter Mann, den ich wirklich zukünftig in meinem Stammteam sehe, der mein Jugendspielerprojekt vorantreiben kann. Also bald habe ich dann tatsächlich eine komplette Elf nur aus Jugendspielern. Allein schon wegen dieser Saison 4 potenzielle zukünftige Stammspieler. Lotto-Millionär, 9400 JFM. Wir wissen alle, wie groß da die Schwankungen sind und deswegen freue ich mich zwar, aber ich weiß auch, dass das Lotto-Glück natürlich bei mir diese Saison am Start war. Kommen wir zum DM, den ich jetzt über ihm angeordnet habe. Bringt nochmal mehr Talent mit, auch wenn er jetzt hier natürlich 2 Jahre älter ist und bald noch ein Jahr älter wird. Kann man auch andersrum anordnen, je nachdem, was man da präferiert. Der Außenverteidiger hat eigentlich auch ganz gute Werte. Die Schnelligkeit ist über den Gesamtwert. Also die beiden kann man durchaus tauschen. Die haben uns jetzt nicht wirklich verbessert. Aufgrund des Talentwerts habe ich ihn jetzt über dem anderen angeordnet. 43er Talentwert bringt uns auch mehr für die kommende Saison. Wir brauchen hier auch noch ein gutes DM-Backup. Und er ist da wirklich ein richtig gutes Backup. Sanchez sehe ich vorne, weil der einfach hier die 2-0 in der Hinrunde gespielt hat. Die Rückrunde war jetzt ein bisschen schlechter. Der spielt aber einfach stark. Mal schauen, wer sich letztendlich da durchsetzt. Zwei ziemlich gleich starke Spieler aktuell von den Hard Skills. Er bringt natürlich deutlich mehr Talent mit. Also eine gute Nummer 3 aus dem NLZ. Und jetzt müsst ihr euch anschnallen, wenn ihr diese Saison NLZ-Pech hattet. Und ich fühle das ja mit. Dann dürft ihr jetzt nicht weiter schauen, weil ich zeige euch jetzt meinen zweitbesten Spieler. Und den hätten sich wahrscheinlich 80% von euch gewünscht, weil das ist wirklich, bislang wäre nicht der andere hier noch gekommen. Mein bester Spieler, ich bin sehr zufrieden. Auch nicht perfekt für meinen Plan, aber das ist mir vollkommen egal. Einfach ein geiler Spieler. Im Hier und Jetzt vom Gesamtwert her, ja, 43%, wie gesagt, das passt nicht perfekt in meinen Plan. Aber 17 Jahre, altert in Woche 32, Talent 53, unterschreibe ich, nehme ich mit. Und ich wäre schon glücklich, hätte ich die 4 bekommen. Also ein toller Spieler. Zeigt aber auch, wie groß da diese Volatilität ist bei den Jugendspielern, dass ich jetzt gleich 2 überragende Spieler bekomme, die besser sind als alle anderen Spieler zuvor. Ja, ich habe mich nochmal von der Effizienz gesteigert. Aber Leute, die noch mehr Effizienz haben, haben viel schlechtere Spieler bekommen. Nur, dass wir das auch nochmal thematisiert haben. Trotzdem freue ich mich natürlich hier über Torres. Und wir haben ja wirklich viele Probleme gehabt, überhaupt das NLZ in Liga 5 durchzubekommen. Insofern freue ich mich noch mehr, dass wir es geschafft haben und dafür belohnt werden. Also André Torres, geiler Spieler und er bringt sogar noch die Schnelligkeit mit. Ja, da ist man dann einfach glücklich. Also wunderbarer Spieler und es ist ein OM. Jetzt brauchen wir ja nur noch einen Innenverteidiger. Wir haben unseren Außenverteidiger bekommen, den wir wollten. Wir haben das DM-Backup bekommen, was wir wollten. Wir haben die Nummer 3 bekommen, die wir wollten. Jetzt haben wir auch noch unseren OM bekommen. Auch noch den OM für die linke Seite bekommen. Also Online-Liga hat meine Videos ganz detailliert geschaut, um mir dann diese Jugendspieler anzubieten. Vielen Dank dafür. Weiter so. Der gefällt mir richtig. Wie gesagt, für den Plan passt das eigentlich von der Gesamtstärke nicht. Und wir haben hier einen 17-Jährigen, der wird auch noch ordentliche Leistungsschwankungen haben. Aber
Bombenspieler, überglücklich hier mit diesem Kollegen und wir werden uns einfach auf die Förderung von Torres konzentrieren. Bei guter Form darf er spielen, wenn er gut spielt, darf er mehr spielen und ansonsten konzentrieren wir uns hier ganz klar auf das Training. Und wenn das nur der zweitbeste Spieler ist, was ist denn dann da los bei meinem besten Spieler? Ja, 18 Jahre, also ein bisschen älter, altert in Woche 37, ist also gerade erst 18 geworden und er hat den Innenverteidiger dabei, den haben wir also auch bekommen. Online-Liga scheint mir wirklich zuzuschauen. Also das dass der Meister aufsteigt, das haben sie jetzt ja wirklich dann auch nach 19 Saisons über eine Umfrage festgestellt, dass die Community das möchte. Weil vorher war das nicht ersichtlich, dass die Community das möchte. Da muss man eine Umfrage für machen. Ich finde die Umfragen gut, ja, aber das über eine Umfrage festzustellen, weiß ich nicht. Ganz egal, ja, es ist gut, dass das da ist. Dann muss man sich eigentlich nicht darüber lustig machen. Aber wie kann das denn? Saison 19 sind wir. Und die mussten eine Umfrage dafür machen. Egal, okay. Also schauen wir uns diesen Spieler hier mal an. AVIVDM. Japaner finde ich irgendwie auch cool. Ich hatte noch gar keinen Japaner im Stammteam. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also finde ich auch cool. Und jetzt hat er einen Marktwert von 1,5 Millionen. Mal schauen, was wir hier geboten bekommen. Gesamtwert 47. Talent nochmal etwas besser. Drei Positionen. Deswegen habe ich ihn auf die 1 gepackt. Ich verstehe auch, wenn man die beiden tauscht, weil die OM einfach so schnell ist. Aber ich habe ihn auf die 1 gepackt. Vielleicht war es auch so ein bisschen die Nation. Ich finde ihn einfach cool. Zweikampf auf dem Gesamtwert. Kopfball über dem Gesamtwert. Taktikverständnis über dem Gesamtwert. Sehr schöner Spieler. Also diese Saison auf den Punkt. Geile Spieler bekommen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich das taktisch mache. Das schaue ich mir an. Vielleicht schaffe ich dazu auch noch ein Video diese Woche. Ich schaue mir also jetzt die Preise an. Nehme ich was aus dem NLZ, gehe ich doch nicht auf den Aufstieg und spiele einfach mit meinen Jugendspielern. Also das muss ich jetzt noch durchplanen. Die Kollegen sollen aber theoretisch alle behalten werden. Wenn ich mich gegen einen Abriss von dem NLZ-Gebäude entscheide, muss aber irgendwas noch wechseln für mehr finanzielle Sicherheit, für mehr finanziellen Spielraum. Und wie gesagt, der Kreditrahmen wird crashen und ich möchte da gar kein Risiko eingehen. Dass man das also hier nochmal versteht. Ich würde sagen, zu guter Letzt packen wir die jetzt noch einmal hier in die Startelf. Dann sehen wir den aktuellen Stand von meiner Mannschaft und wie weit ich auch mit dem Jugendspielerprojekt bin. Und dann soll es das von dem heutigen Video gewesen sein. Ich mache das gerade, damit ihr nicht so lange warten müsst. Also noch ein Schnitt heute, schneide ich richtig aufwendig das Video. Und dann soll es das vom heutigen Video gewesen sein. Da ist also mein neues Team bereichert durch coole neue Jugendspieler. Schauen wir mal, wie viele Jugendspieler ich schon im Stammteam habe. Der Keeper ist kein Jugendspieler. Mit knapp 80 Spielen hier immer noch nicht der Talentwert aufgedeckt. Bei 50, keine Ahnung, was da los ist. In der 5. Liga dauert das ewig. Meier natürlich auch kein Jugendspieler. Hier kommen wir zum ersten Jugendspieler. Step auch kein Jugendspieler. Kommen wir zum zweiten Jugendspieler mit Teile. Torres natürlich der dritte Jugendspieler, Sanchez der vierte Jugendspieler, er ist sogar nochmal 2% stärker aktuell noch vom Gesamtwert hier als der, den wir gezogen haben. Wobei man dazu sagen muss, durch den Talentwert wird er das relativ schnell hier wettmachen können. Dann natürlich Zuba auch ein Jugendspieler, Beck der sechste, Weber der siebte Jugendspieler. Wir sind also bei 7 Jugendspielern im Stammteam und hier natürlich auch die Bank. Also wir könnten auch noch auf etwas mehr Jugendspieler kommen, aber nur mit Qualitätsverlust oder mit zusätzlichen Keepern im Feld. Wobei, hier einen Keeper könnte ich natürlich hier ersetzen, ja, weil Bayada ist natürlich kein Jugendspieler. Also das soweit dazu. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Leider kann ich euch noch nicht genau sagen, wie es weitergeht. Das muss ich jetzt planen. Aber ich konnte schon mal die neuen Jugendspieler vorstellen. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich will die 25 Daumen nochmal sehen. Und dann sehen wir uns vielleicht diese Woche, vielleicht nächste Woche nochmal wieder. Weil jetzt gibt es natürlich einiges zu tun. Macht's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Adios.